Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um das Thema Baby. Alia, unsere Tochter, wird heute 3 Wochen alt. Und da haben wir uns überlegt, wir legen mal unsere Baby-Must-Haves zusammen und zeigen sie euch. Ich finde es ganz hilfreich zu wissen, was braucht man wirklich in den ersten 3 Wochen. Das finde ich deutlich weniger, als man glaubt. Und zwar fange ich hiermit an. Also, wir würden auf jeden Fall Wickelbuddies empfehlen. Das ist einer von H&M, kann man kaufen, wenn man möchte. Die sind nämlich... zum Knöpfen komplett, die muss man nicht über den Kopf ziehen. Wir haben gestern das erste Mal einen Buddy über den Kopf gezogen. Ich sag mal so, also für uns war es eine Qual. Die fand es jetzt nicht ganz so schlimm, aber wir waren auf jeden Fall nicht begeistert. Dann sind auch super praktisch Schrumpfhosen, weil Babys verlieren grundsätzlich ihre Socken. Und bevor wir die dann überall rumfliegen haben, dann immer wieder auch Socke. Socke kann man die ganz gut anziehen, vor allem zu Hause. Reicht ja auch, so jetzt hier keinen Wettbewerb gewinnen. Ja, seit ein paar Tagen fängt sie an zu spucken. Es war nicht zu wenig, deswegen Mundtücher. Am Anfang wurden wir ausgelacht, die haben wir überall gekauft. Immer wenn wir irgendwo waren, haben wir uns Mundtuch mitgenommen. Oder halt so Sets, meistens so 2, 3 Stück waren drin. Und dann halt auch, also die besten finden wir, sind die mit Bambusanteil. Bambus, ja, genau. Ja, Bambusanteil, weil die einfach viel weicher sind. Manche sind so richtig kratzig. Die, davon haben wir auf jeden Fall einige. Also wir haben über 20 auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben hier aber gezählt 25. Uns. Über 20, 25 ungefähr. Und davon kann man nicht genug haben. So, dann haben wir jetzt hier als Beispiel einen Schlafsack hingelegt. Der ist noch eine Nummer zu groß, deswegen sind auch noch die Schilder dran. Wir haben also noch einen kleineren, der ist aktuell auch in Benutzung. Ja, ist gut. Aktuell auch in Benutzung. Der ist auch Gold wert, also zum Schlafen. Zur Schlafsituation zeigen wir euch gleich nochmal was. Ja, und dann allgemein hier zum Wickeln. Was wir brauchen, sind Windeln, Tücher zum Trocken machen, Wickelunterlagen auf jeden Fall, weil sie grundsätzlich da macht, wenn die Windel aus ist. Dann nehmen wir Wattepads, so eine Schüssel und Wasser. Und wenn ihr da mal ein Video zu haben möchtet, wie das genau abläuft, natürlich ohne wirklich einen Film dazu, aber als Erklärung, weil ich konnte mir früher zwischen unterwickeln mit Wasser nicht viel vorstellen. Aber jetzt schon. Ja, dann haben wir Pflegeprodukte, einmal den Windelbalsam. Das war eine Empfehlung von Instagram, dann habe ich da mal irgendwann gesehen und gespeichert. Und der ist echt gut, also sobald leichte Rötung da ist, direkt drauf. Bei Babypuder zum Beispiel benutzen wir gar nicht. Und das hier. Und zwar ist das so ein Pflegepulver für den Bauchnabel. Das nimmt man 3-mal täglich. Also am Sonntag wurde sie geboren und am Donnerstag ist der, ist die Nabelschnur, der Bauchnabel ist nicht gefallen, die Nabelschnur ist abgefallen. Und super verheilt, also die Hebamme war begeistert. Und das ist auch schmerzfrei und alles, also auf jeden Fall eine große Empfehlung. So, das wären hier die Produkte. Momentan legen wir auch mal noch ein Lätzchen drunter. Wir hatten erst eine Heizmatte drunter liegen. Die haben wir jetzt aber weggetan, weil die mein Hotelwatch ist und eigentlich ist das so warm im Zimmer. Und wenn die eingesteckt war, hat man richtig gemerkt, wie, also an ihrer Haut, dass da Strom durchfließt und geht gar nicht. So, jetzt gucke ich meine schlaue Liste. Das habe ich sie aber schon hinter Alex. Ja, als ist nämlich heute der Kameramann. Ja, war irgendwie soweit alles. Und zwar eine anständige Stillecke. Also ich nutze die jetzt nicht so oft, meistens, also wenn man stillen möchte natürlich, meistens stille ich auf der Couch oder halt im Bett, aber ist auch echt praktisch hier, da haben wir auch das Stillkissen dann liegen. Eine Hohlwindel, die in Benutzung ist. Hohlwindel heißt eigentlich nur Tücher, damit wickelt man nicht. Die haben wir auch im ganzen Haus überliegen. Ja, also auf jeden Fall. Und dann Stillanlagen kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Also ich habe jetzt aktuell die... Ich habe auch waschbare, auch von der gleichen Marke, aber auch so waschbare so aus Wolle, die nicht mehr scharf, also die kann ich nicht empfehlen. Von Alana, genau, die finde ich nicht so gut. Die sind aber gut und die waschbaren davon sind fast noch besser, würde ich sagen. Und dann schnell die kleine Maus jetzt und wir gehen kurz ins Schlafzimmer. Und dann sind wir auch schon im Schlafzimmer angekommen, das ist hier unser Bett. Stand vorher genau unterm Fenster. Mittlerweile haben wir es ein Stück rübergeschoben, damit wenigstens ein bisschen Luft reinkommen kann nachts. Wichtig ist nämlich auch die Schlaftemperatur bei Babys. Da haben wir, also wir haben im ganzen Haus Fußbodenheizung und da mussten wir uns richtig, ich sag mal, reinfuchsen, dass wir erstmal hier einigermaßen kühl drin hatten, weil die sollen halt
Im besten Fall zwischen 16 und 18 Grad schaffen wir ja auch nicht. Aber sonst halt so. Ich meine, wir haben mal so zwischen 19 und 21. Muss man auch gucken, welchen Schlafsack man nimmt. Ne? Das lernt man alles. So, die erste Empfehlung, das muss ich hier abziehen, ist auf jeden Fall ein anständig sitzendes Bettlaken, weil nur diese Topper-Dinger, die taugen nichts, ein Matratzenschoner. Gekauft haben wir den eigentlich schon in der Schwangerschaft, weil ich immer dachte, mir platzt im Bett die Fruchtblasen. War nicht so, morgen Krankenhausklo. Aber das Ding ist echt praktisch, weil also hier schläft Alex. Wenn Sie sehen, hier schläft Alex, daneben schlafe ich. Und da sie, also die Kopfkissen wandern natürlich weiter rüber. Und da haben wir auch einen Hausfallschutz. Den haben wir einfach im Internet bestellt. Teuer war der? 30 Euro. 30 Euro. Und der ist 1,50 lang und ich glaube 40 cm hoch oder so. Und der hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Also man fühlt sich einfach besser, wenn sie da ist. Jo. Dann gehen wir nochmal ins Kinderzimmer. Ach nee. Ach ja, und ein Stilllicht. Genau. Alex hat drauf gezeigt. Kann man so anklipsen. Ist nicht verkehrt. So kann man. Ups. Ups. Oder kann man hier oben einfach einen ausschalten. Genau. Und jetzt gehen wir nochmal ins Kinderzimmer und dann sprechen wir den Rest. Back to the roots, zurück ins Kinderzimmer. Ich habe nicht noch was vergessen, und zwar ist das Kernseife. Ich habe jetzt nicht die Originalverpackung. Gold wert. Weil wenn mal was daneben geht, dann sollte man auf jeden Fall die Bunnies auswaschen vom eigentlichen Waschen. Oder auch die Strumpfhosen etc. Und damit kriegt man alles weg. Also auch am Anfang hat der Bauchnabel ein bisschen geblutet, das ist ganz normal. Wir haben natürlich totale Panik geschoben, aber dafür hat man zum Glück eine Hebamme, die man fragen kann. Also damit habe ich immer vorbehandelt quasi und dann in die Waschmaschine geschmissen, aber auch wenn mal was anderes daneben geht, neben die Windel, kann man das echt gut sauber machen. Dann haben wir hier noch so ein, das war eines der ersten Teile, die wir gekauft haben. Leuchtet halt, ne? Kann man auch dimmen. Also wenn man länger gedrückt hält, dann kann man heller und dunkler, also dimmt das Licht, ja. Also ist halt praktisch für nachts, nur damit also sie halt nicht unbedingt so wach wird und wir halt auch nicht. Und diese Teile hier. Zieh mal ein bisschen im raus, oder? Hm? Zieh da mal raus sonst. Also. Da ist. Hier ist ein Bewegungsmelder, das. Und hier ist die Lampe. Und dann kann man. Verschiedene Einstellungen. An der Seite. Kann man jetzt gerade nicht. Einstellen auf jeden Fall auf Automatik, off oder on. Also on ist halt Dauerlicht. Und auf Automatik reagiert die halt auf Bewegung. Also ist ganz praktisch. Davon haben wir eins im Schlafzimmer, damit schlafen wir aktuell auch. Also das ist dann an, das ist quasi dann. Wenn wir uns mal so ein bisschen noch länger eingelegt haben, kommt das nachts auch aus, aber momentan läuft das noch. Im Flur sind zwei Stück auf Automatik, das heißt mit Bewegungsmelder. Ja, mit Bewegungsmelder. Also quasi, dass der die Bewegung wahrnimmt und dann angeht und das hier leuchtet auch durch und meistens wirklich mittlerweile nur noch mit dem, macht das gar nicht an. Wenn man aber nochmal nachgucken möchte, kann man das auch anmachen. Und man kann die halt auch, wenn man die falsch rum reinschickt, dann leuchtet sie einmal nach oben, dann sind die etwas heller. Und wenn man den Flur haben wir zum Beispiel nach unten, die machen halt weniger Licht oder nicht ganz so hell. Ja. So kann man es halt einstellen. Und dann, also Spielzeug braucht man gar nicht. Also zumindest unsere Tochter ist ein ganz normal entwickeltes Baby, aber die schlafen halt. Und wenn die wach sind, dann spielen die mit einem und nicht mit irgendwelchem Spielzeug. Also die ersten 3 Wochen fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr kein Spielzeug habt. Dann eine große Empfehlung ist noch die Trage, also Tragetuch benutzen wir aktuell. Wickelt man sich, können wir auch gerne mal ein Tutorial zu machen, also wickelt man sich halt um, steckt das Baby rein. Sie hat die Körperwärme, hört den Herzschlag, schläft. Ich kann Staubsaugen oder wir waren schon spazieren, da hatte Alex in der Trage. Und den Kinderwagen haben wir jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Bisher lässt sie sich da ganz gut reinlegen und scheint dort ganz gemütlich weiter zu schlafen. Und ja, sowas. Und Mützen auf jeden Fall sind auch. Zum Thema Winterbaby und so können wir nochmal, wenn ihr Fragen habt, gerne Videos machen. Ja, falls Ergänzungen da sind, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt uns auch gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.